Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Freitag. Und dazu begrüße ich ganz herzlich den Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wie am Freitag üblich beginnen wir mit den öffentlichen Terminen des Kanzlers in den nächsten Tagen. Herr Hebestreit. Herr Vorsitzender, ich hätte es nicht besser sagen können. Insofern gleich in medias res. Am Sonntag, also übermorgen, ist der Bundeskanzler ab 10 Uhr zu Gast beim Seeheimer Kreis im Rahmen der Jubiläumsklausur anlässlich seines 50-jährigen Bestehens. Die Veranstaltung findet in Seeheim-Jugendheim statt, dem Gründungsort des Kreises. Und bis zum Ablauf dieser Pressekonferenz bitte ich Sie alle zu ergoogeln, wo das ist. Ich könnte es schon jetzt sagen. Am Sonntagabend geht es weiter nach Hannover. Dort eröffnet der Bundeskanzler gemeinsam mit dem norwegischen Ministerpräsidenten Jonas Gahr Støre die Hannover-Messe. Norwegen ist in diesem Jahr das Partnerland der Industriemesse. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nimmt ebenfalls an der Eröffnung teil. Das diesjährige Motto der weltweit wohl wichtigsten Industriemesse lautet Energizing a Sustainable Industry. Die offizielle Eröffnung findet ab 18 Uhr statt. Dort hält der Bundeskanzler die Eröffnungsrede. Im Anschluss empfängt er den norwegischen Ministerpräsidenten zu einem bilateralen Gespräch im Rahmen eines Abendessens. Dann am Montag wird er mit einem Eröffnungsrundgang gemeinsam mit Jonas Gahr Støre die Hannover-Messe von 11.30 Uhr an. Nein, Quatsch. Wird er erst die Hannover-Messe mit einem Eröffnungsrundgang eröffnen, um dann von 11.30 Uhr an am Gipfel für Forschung und Innovation 2024 teilzunehmen. Der Kanzler wird zunächst eine Keynote halten und anschließend ein Gespräch führen mit Professor Dr. Michael Kaschke, dem Präsidenten des Stifterverbandes. Die zentralen Fragen des Forschungsgipfels in diesem Jahr werden lauten: Wo stehen Deutschland und Europa im internationalen Wettbewerb um künstliche Intelligenz und wie bleiben wir bei Zukunftstechnologien wettbewerbsfähig? Die Keynote des Bundeskanzlers und das anschließende Gesprächsformat sind presseöffentlich. Interessierte können die Veranstaltung über einen Livestream verfolgen unter www.forschungsgipfel.de. Am Montag, immer noch am Montag, ist auch der 300. Geburtstag des Königsberger Philosophen Immanuel Kant. Am Montagabend um 18 Uhr wird der Bundeskanzler am Festakt 300 Jahre Kant in den Bolle-Festsälen in Berlin teilnehmen und dort eine Grundsatzrede halten. Das Denken von Immanuel Kant hat nicht nur die Philosophie und Aufklärung grundlegend geprägt, sondern auch die kulturelle und politische Entwicklung Europas inspiriert. Auf Einladung der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften hält der Bundeskanzler die Festrede. Er macht sich darin Gedanken zu Kants zentralem Werk zum ewigen Frieden. Der Festtag gehört zu einer ganzen Reihe von Veranstaltungen und Projekten, die durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien rund um das Kant-Jubiläumsjahr 2024 gefördert wird. Am Dienstag, 23. April, nimmt der Bundeskanzler am 23. Deutschen Bankentag im Berliner Westhafen teil. Um 9 Uhr wird er dort die Eröffnungsrede halten und anschließend an einer moderierten Gesprächsrunde teilnehmen. Der Bankentag wirkt sich unter dem Motto »Navigieren durch unruhige Zeiten mit essentiellen Fragen der Gegenwart und Zukunft befassen«, von der Finanzierung der Klimawende über das Potenzial künstlicher Intelligenz bis zu Europas Rolle in einer unruhigen Welt. Veranstalter ist der Bundesverband Deutscher Banken. Um 11 Uhr trifft der Bundeskanzler dann im Bundeskanzleramt Vertreterinnen und Vertreter der Klimaallianz Deutschland. Er wird mit ihnen im Vorfeld des Petersberger Klimadialoges über Klimaschutzpolitik sprechen, vor allem über deren nationale und internationale Aspekte. An dem Treffen wären unter anderem Christiane Averbeck, die geschäftsführende Vorständin der Klimaallianz, sowie weitere 4 Vorstandsmitglieder teilnehmen. Dieser Termin ist nicht presseöffentlich. Am Dienstagnachmittag nimmt der Bundeskanzler an der Auftaktveranstaltung zum bundesweiten Girls' Day teil. Im Kanzleramt werden 24 Neunklässlerinnen aus 3 Berliner Schulen zu Gast sein. In einem Technikparcours werden sie spielerisch Aufgaben lösen und mehr über verschiedene Berufe im sogenannten MINT-Bereich, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, erfahren. Die Mädchen treffen um 13 Uhr mit dem Bundeskanzler zusammen. Der Kanzler wird den Technikparcours ebenfalls besuchen und sich an den einzelnen Stationen gemeinsam mit den Schülerinnen über die unterschiedlichen Berufe informieren. Im Anschluss wird der Girls' Day-Preis vergeben und eine Gesprächsrunde mit den Schülerinnen und den Standbetreiberinnen des Technikparcours gemeinsam mit dem Bundeskanzler stattfinden. Ziel des Girls' Days ist es, das wissen Sie jungen Frauen,
die große Vielfalt der MINT-Berufe nahezubringen. Die Veranstaltung im Kanzleramt bildet den Auftakt zum bundesweiten Mädchenzukunftstag, der in diesem Jahr am 25. April, also 2 Tage später, stattfindet. Wie üblich wird der Bundeskanzler am kommenden Mittwoch um 11 Uhr das Kabinett zusammenrufen zur Kabinettssitzung. Um 16.15 Uhr trifft sich dann der Bundeskanzler zu einem 1,5-stündigen Austausch mit jungen Landwirtinnen und Landwirten. Damit setzt er das Gespräch fort, das schon im Rahmen der Grünen Woche mit ihnen stattgefunden hat. Er will darüber sich mit ihnen austauschen, wie die Landwirtschaft gefördert und entlastet und etwaige übermäßige bürokratische Anforderungen abgebaut werden können. Am Donnerstag, 25. April, reist der Bundeskanzler nach Hessen und nimmt dort an der symbolischen Grundsteinlegung für ein neues Forschungszentrum der Firma Merck in Darmstadt teil. Das familiengeführte Pharma- und Chemieunternehmen Merck beschäftigt rund 63.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in aller Welt. Es investiert bis 2025 etwa 1,5 Milliarden Euro in den Standort Darmstadt. Das Unternehmen ist ein weiteres gutes Beispiel für die Stärke des Wirtschafts- und Forschungsstandortes Deutschland. Der Besuch unterstreicht die Bedeutung, die der Bundeskanzler der Pharma- und Biotechnologieindustrie hierzulande beimisst. Gegen 12 Uhr wird er zunächst eine Rede halten zum symbolischen Grundsteinlegung. Danach wird sich der Bundeskanzler bei einer Ausstellung über den Geschäftsbereich Life Science informieren. Dieser bietet Produkte und Dienstleistungen für die Forschung, Biotech und Biopharmaindustrie an. Anschließend wird sich der Bundeskanzler mit etwa 30 Beschäftigten und der Vorstandsvorsitzenden Belén Garijo von Merck austauschen. Im Anschluss reist er weiter nach Wiesbaden. Dort hält er beim Familienunternehmertag 2024 des Verbandes die Familienunternehmer gegen 14 Uhr eine Rede und antwortet in einem moderierten Gespräch auf Fragen aus dem Publikum. Der Bundeskanzler würdigt damit auch das langjährige Engagement des Verbandes, der sich seit seiner Gründung vor 75 Jahren nachhaltig für die Belange der Familienunternehmen in Deutschland einsetzt. Zur Einordnung: rund 90% aller deutschen Unternehmen sind Familienunternehmen. Sie erzielen rund 37% aller Umsätze hierzulande. Etwa 56% aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten arbeiten in einem Familienunternehmen. Damit leisten die Familienunternehmen einen entscheidenden Beitrag für Wohlstand und Innovation in unserem Land. Dieser Termin ist presseöffentlich. Am Donnerstag um 15.15 Uhr wird der Bundeskanzler dann das Bundeskriminalamt in Wiesbaden besuchen. Das BKA wird sich vorstellen und dem Bundeskanzler Einblicke in die tägliche Arbeit geben. Geplant ist bisher, es wird die Drohnenabwehr vorgeführt, die auch zur Sicherheit der Fußball-Europameisterschaft beitragen soll. Im Mobilfunklabor werden die charakteristischen Arbeitsprozesse zur Auswertung beschlagnahmter Handys vorgeführt. Der Kanzler erhält einen Überblick über die operativen Fähigkeiten der Abteilung Cybercrime sowie über Aktivitäten des BKA gegen Hass und Hetze im Netz, insbesondere die zentrale Meldestelle für strafbare Inhalte im Internet. Der Kanzler wiederum möchte den Beschäftigten seine besondere Wertschätzung für ihren wichtigen Beitrag zur Kriminalitätsbekämpfung ausdrücken. Direkt im Anschluss an den Termin wird der Bundeskanzler ein Pressestatement abgeben. Und dann am Freitag, 26. April, wird der Bundeskanzler von 9.30 Uhr bis 11 Uhr gemeinsam mit dem Präsidenten Aserbaidschans, Ilham Aliyev, am Petersberger Klimadialog im Auswärtigen Amt teilnehmen. Dort wird er ebenso wie der Staatspräsident eine Rede halten und im Anschluss wird er sich an einer Paneldiskussion beteiligen. Aserbaidschan ist der Gastgeber der diesjährigen Weltklimakonferenz COP29. Beim Petersberger Klimadialog stehen dieses Mal vor allem das Thema Klimafinanzierung und die Umsätze der Beschlüsse der letzten Klimakonferenz COP28 auf der Agenda. Sie verfolgen das Ziel, den Ausbau der erneuerbaren Energien zu verdreifachen und die Energieeffizienz zu verdoppeln, um die Abkehr von fossilen Energien zu beschleunigen. Beim Petersberger Klimadialog wird es nun darum gehen, die Neufassung der Ziele der Klimafinanzierung vorzubereiten, die zentrale Aufgabe bei der nächsten Weltklimakonferenz in Baku sein wird. Im Anschluss empfängt der Bundeskanzler Staatspräsident Aliyev im Bundeskanzleramt. Bei dem Gespräch wird es neben den deutsch-aserbaidschanischen Beziehungen auch um Fragen zu Außen- und Sicherheitspolitik sowie Wirtschafts- und Energiepolitik gehen. Eine Pressekonferenz ist nach dem Gespräch für etwa 12.15 Uhr geplant.
Ebenfalls am Freitag, das ist aber auch der letzte Termin, den ich Ihnen ankündigen kann, um 15.30 Uhr wird der Kanzler NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg im Bundeskanzleramt empfangen. Im Mittelpunkt der Unterredung wird die Vorbereitung des NATO-Gipfels, des Jubiläumsgipfels im Juli in Washington stehen. Zum Auftakt sind Pressestatements vorgesehen. Soweit von mir bis hierher. Herzlichen Dank. Dann gibt es Fragen erstmal zu diesen vorgetragenen Terminen. Das ist nicht der Fall. Dann machen wir hier aber noch weiter, zumindest mit zwei weiteren Terminankündigungen. Herr Kall und Frau Schneidewind. Ja, ich möchte Ihnen eine Reise der Bundesinnenministerin Nancy Faeser ankündigen am Sonntag und Montag zum Treffen der Innenministerinnen und Innenminister der deutschsprachigen Länder in Basel. Auf Einladung der Schweiz treffen sich Deutschland, Österreich, Liechtenstein, Luxemburg und der Gastgeber Schweiz. Dabei geht es um die Aufnahme und Integration von Geflüchteten aus der Ukraine, die natürlich für alle Staaten, insbesondere gerade auch Deutschland, mit etwa 1,1 Millionen ukrainischen Geflüchteten in Deutschland weiterhin eine große Herausforderung ist. Aber auch der Umgang mit irregulärer Migration. Sie wissen, dass wir vorübergehende Binnengrenzkontrollen sowohl zu Österreich als auch zur Schweiz haben und das ein wichtiges Instrument ist, um Schleuser zu fassen und auch unerlaubte Einreisen zu verhindern und es da eine sehr enge Zusammenarbeit mit unseren Nachbarstaaten gibt. Und zuletzt als drittes zentrales Thema dieses Treffens die Bekämpfung organisierter Kriminalität, die ebenfalls gemeinsam stattfindet. Dazu gibt es eine Pressekonferenz am Montag um 11.30 Uhr in Basel. Und von dort aus wird die Bundesinnenministerin weiterreisen nach Lyon und Interpol besuchen. Dort steht demnächst ein Wechsel des Generalsekretärs an, bisher ein Deutscher, Jürgen Stock vom BKA. Mit ihm wird sie zusammentreffen und sie wird das Command and Control Center von Interpol besuchen. Interpol ist mit 195 Mitgliedstaaten eine die weltumspannende Organisation, wichtiger Teil der Sicherheitsarchitektur, insbesondere was internationale Fahndungen mit sogenannten Red Notices angeht. Das kennen Sie. Dankeschön. Dann Frau Schneidewind. Dankeschön. Die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Bettina Stark-Watzinger, nimmt am 23. und 24. April, nächste Woche Dienstag und Mittwoch, am Treffen der OECD-Wissenschafts- und Forschungsministerinnen und Minister in Paris teil. Die Ministerinnen und Minister werden über die Chancen diskutieren, die Wissenschafts-, Technologie- und Innovationspolitik zur Bewältigung der globalen Herausforderungen bieten. Zudem werden sie darüber beraten, wie die OECD dabei unterstützen und Kooperationen befördern kann. Am Ende soll eine Abschlusserklärung zur Beschleunigung der Nutzung der Potenziale von Wissenschaft, Technologie und Innovation für mehr Nachhaltigkeit unterzeichnet werden. Ministerin Stark-Watzinger wird außerdem eine gemeinsame Absichtserklärung für wissenschaftliche Zusammenarbeit mit Thailand unterschreiben sowie zahlreiche bilaterale Gespräche vor Ort führen. Dankeschön. Herzlichen Dank. Fragen zu den beiden Terminen? Das ist nicht der Fall. Dann Herr Wagner noch. Ja, vielen Dank. Ich habe eine Erklärung zu der gestrigen Einbestellung des russischen Botschafters. Der russische Botschafter der Russischen Föderation, ich fange nochmal neu an, der Botschafter der Russischen Föderation wurde gestern ins Auswärtige Amt einbestellt. Die Einbestellung stand im Zusammenhang mit der durch den Generalbundesanwalt veranlassten Festnahme zweier deutsch-russischer Staatsangehöriger aufgrund des dringenden Tatverdachts, unter anderem in einem besonders schweren Fall einen ausländischen Geheimdienst tätig gewesen zu sein. Es geht dabei insbesondere auch um den Vorwurf der Verabredung zur Herbeiführung von Sprengstoffexplosionen in Deutschland. Dem Botschafter wurde in aller Deutlichkeit übermittelt, dass der deutsche Rechtsstaat keine Agententätigkeit und Sabotageakte noch dazu auf deutschem Staatsgebiet toleriert. Russland muss derartige Aktivitäten unverzüglich einstellen. Sie haben gesehen, dass sich die Außenministerin und andere Mitglieder der Bundesregierung ja auch dazu geäußert haben. Ich sage das nochmal, weil die Darstellung des Sachverhalts der Botschaft der Russischen Föderation in den sozialen Medien und die dortige Drohung mit Konsequenzen wir in aller Deutlichkeit zurückweisen. Dankeschön. Vielleicht darf ich das ergänzen? Ach so, pardon, ja. Das ist gerne aus Blickwinkel der inneren Sicherheit des BMI einmal kurz ergänzen. Die Sicherheitsbehörden nehmen diesen sehr schwerwiegenden Fall sehr ernst. Das haben Sie auch den Äußerungen der Bundesinnenministerin gestern entnommen. Das Bundeskriminalamt hat ja diese Zugriffe gemacht im Verfahren des Generalbundesanwalts. Auch die Haftbefehle sind vollstreckt worden. Das zeigt, dass es da einen dringenden Tatverdacht gibt in diesem besonders schweren Fall der mutmaßlichen Agententätigkeit für das russische Regime und der möglichen Anschlagsplanungen auf Einrichtungen in Deutschland. Wir werden solche Bedrohungen
weiter durchkreuzen. Das ist ein wichtiger Erfolg der deutschen Spionageabwehr, der dort gelungen ist, und der deutschen Sicherheitsbehörden, die diese Pläne rechtzeitig erkannt und vereitelt haben. Und die Bundesinnenministerin hat natürlich auch gesagt, dass wir uns dadurch in keiner Weise einschüchtern lassen. Jetzt geht es weiter darum, alle Verbindungen in diesem Fall aufzuklären und die Hintergründe weiter aufzuklären und dann auch vor Gericht zu bringen, wie das in einem Rechtsstaat sich gehört. Und außerdem will ich sagen, sagt ein wichtiger Erfolg der Spionageabwehr, die in den letzten 2 Jahren ganz erheblich gestärkt wurde, sowohl personell als auch technisch, weil natürlich die Bedrohungslage durch russische Spionage, Sabotage seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine noch mal deutlich erhöht ist. Und entsprechend waren ja auch die Warnungen der Sicherheitsbehörden nicht nur vor Spionage, sondern auch vor Sabotageakten. Und da muss man sagen, haben sich diese Warnungen in diesem Fall auch bestätigt. Frau Glasmann dazu. Ja, ich hätte eine Frage an Herrn Wagner. Ich wüsste zum einen gerne, wie würden Sie die Reaktion des russischen Botschafters charakterisieren? Sie haben ja gesagt, dass Sie Drohungen in aller Deutlichkeit zurückweisen, aber wie würden Sie die vielleicht uns mal einordnen? Und dann wüsste ich gerne, warum es diese Einbestellung in diesem Fall gab, aber nicht in früheren Fällen. Es gibt diesen BND-Spion, der offensichtlich ein Selbstanbieter war, und dann auch den Mann vom Bayern BW. Liegt es daran, dass das jetzt diesmal keine Staatsbediensteten waren oder dass eben Gewalt geplant war? Oder was macht da aus Ihrer Sicht den Unterschied? Also vielleicht fange ich zum Letzteren an. Sie können sicher sein, dass wir immer unsere Haltung und Position auf dem geeigneten Weg mitteilen. Und zum ersten Teil Ihrer Frage, sehen Sie es mir nach, dass ich jetzt hier aus diesem internen Gespräch nicht berichte und da auch keine sozusagen Spekulationen darüber mache, wie die Reaktionen zu deuten sind. Aber es war mir nochmal ein Anliegen, klarzustellen, weil die russische Botschaft ja dazu auch öffentlich kommuniziert hat, dass wir Drohungen und Konsequenzandrohungen strikt zurückweisen. Zusatz? Ja, ich wollte noch, ich meinte eigentlich auch die öffentliche Reaktion. Wie würden Sie die charakterisieren? Sie haben gesagt, dass Sie das zurückweisen, aber wie war diese Reaktion aus dieser Sicht, aus Ihrer Sicht? Also ich glaube, was wir als Bundesregierung hier dazu zu sagen haben, ist, dass das ja ein schwerwiegender Vorwurf ist, zu dem ja jetzt auch Ermittlungen laufen. Das hat ja der Kollege Karl aus dem BMI ausgeführt. Und wir haben dazu gestern den russischen Botschafter einbestellt, um ihm sehr deutlich unsere Haltung dazu mitzuteilen und ihm mitzuteilen, dass solche Aktivitäten zu unterlassen sind. Herr Eckstein. Nur zum zeitlichen Ablauf einmal die Frage, Herr Wagner, dieses Statement der russischen Botschaft, was auch über Social Media verbreitet wurde, das war nach der Einbestellung? Das kann ich jetzt hier nicht so aufarbeiten. Der Termin im Auswärtigen Amt war um 16 Uhr. Die Botschaft hat gebeten, konsularische Betreuung der beiden Verdächtigen umgehend, dass die umgehend ermöglicht werden soll. Können Sie da einmal sagen, ob das passiert? Ja, die Frage der sozusagen der konsularischen Betreuung ist ja immer in den Umständen zu prüfen durch die Justizbehörden, wo diese Person jetzt festgehalten ist. Natürlich erlauben wir konsularische Betreuung, sofern diese denn gewünscht ist. Ich weiß nicht und kann darüber hier jetzt auch nicht spekulieren, ob das in diesem Fall der Fall ist. Ich würde aber schon auch noch mal einordnend sagen, dass wir es ja hier mit einem Fall zu tun haben, wo einer oder zwei Personen vorgeworfen werden, in einem besonders schweren Fall mit einem ausländischen Geheimdienst kooperiert zu haben. Das spielt sicher auch bei der Einordnung, bei der Prüfung dieser Geschichte eine Rolle. Weitere Fragen dazu? Dann nochmal, Herr Eckstein. Eine Nachfrage, Herr Kall. Sie hatten von einem Erfolg der Sicherheitsbehörden in der Spionageabwehr gesprochen. Das heißt, Sie werten das so, dass die Maßnahmen, die auch in den vergangenen Jahren getroffen wurden, Erfolge tragen und ausreichend sind, oder muss da mehr getan werden?
Also ich habe ja gesagt, die Bedrohungslage hat sich erheblich verschärft, spätestens seit Beginn des russischen Angriffskriegs und seitdem auch weiter verschärft. Entsprechend sind auch die Maßnahmen immer weiter hochgefahren worden. Dazu hat sich die Bundesinnenministerin ja auch häufig geäußert, insbesondere was die Spionageabwehr beim Bundesamt für Verfassungsschutz angeht, aber natürlich auch hier, was Ermittlungen durch das Bundeskriminalamt in diesem konkreten Fall angeht. Es hat auch andere Ermittlungserfolge gegeben. Auf den laufen ja verschiedene auch Prozesse dazu. Das kennen Sie alles. Ob das ausreicht, wird man immer sehen müssen. Ja, erstmal ist das ein wichtiger Ermittlungserfolg, den wir jetzt haben, der aber auch zeigt, dass wir genauso weitermachen müssen mit massiven Anstrengungen, uns diesen hybriden russischen Bedrohungen auch entgegenzustellen. Und das tun die Sicherheitsbehörden. Gab es Hinweise von befreundeten Diensten, die diese Ermittlungen ausgelöst haben? Oder ist das ein originär deutscher Sicherheitsbehördenerfolg? Also Sie wissen, dass wir Einzelheiten aus Ermittlungsverfahren hier nie nennen können und dürfen. Insofern müssten Sie sich, was Einzelheiten angeht, zu dem konkreten Fall an den Generalbundesanwalt wenden. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Generell gilt, unabhängig von diesem konkreten Verfahren, dass unsere Nachrichtendienste natürlich eng mit ihren internationalen Partnern zusammenarbeiten. Bevor wir mit weiteren Fragen weitermachen, war mir noch eine Ankündigung signalisiert worden. Bitte. Ja. Bundesumweltministerin Steffi Lemke reist am 20. April nach Ottawa in Kanada, um das globale UN-Abkommen gegen Plastikmüll zu verhandeln. Dieses rechtlich verbindliche internationale Abkommen soll maßgeblich dazu beitragen, die Meere in Zukunft sauberer zu halten und die Umweltbelastung durch Plastik grundsätzlich zu reduzieren. In Ottawa findet nun die vierte Sitzung des zwischenstaatlichen Verhandlungsausschusses statt, der dieses Abkommen entwickelt. Und vorgesehen ist bei diesem Treffen auch ein hochrangig besetztes MinisterInnen-Treffen. Und die Verhandlungen für das globale UN-Abkommen gegen Plastikmüll sollen Ende 2024 abgeschlossen sein und 2025 dann final verabschiedet werden. Und im Zuge ihrer Reise nach Ottawa trifft die Ministerin auch den kanadischen Umweltminister und die Konferenz selbst in Ottawa wird von dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau eröffnet. Am 25. April reist Bundesumweltministerin Steffi Lemke dann nach Riga, um dort an einer Konferenz zum Schutz der Ostsee teilzunehmen. Dabei sollen auch Stand und Fortschritte bei der Umsetzung des 2021 aktualisierten HELCOM-Ostsee-Aktionsplans beraten werden, auch vor dem Hintergrund des neuen Zustandsberichts zur Ostsee. Und im Rahmen dieser Konferenz wird bei einer Festveranstaltung auch das 50-jährige Jubiläum der Unterzeichnung der Helsinki-Konvention im März 1974 begangen. Dankeschön dafür. Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann würde ich auf das Thema Iran kommen. Da gab es bestimmt mehrere Fragen. Herr Bartels. Ja, eine Frage an den Hebestreit. Ich fange mal ganz offen an. Es gibt ja Medienberichte über einen israelischen Angriff auf Iran. Liegen Ihnen dazu Erkenntnisse vor und wie bewerten Sie das? Es gibt da sehr unterschiedliche Informationen, die nehmen Sie auch öffentlich wahr und da kann ich nichts Eigenes zu beitragen. Richtig ist, dass wir das zur Kenntnis genommen haben und der Bundeskanzler hat in diesen Minuten oder wird in diesen Minuten auch einen O-Ton auf, ich glaube, er ist in Norderney heute, dazu geben. Wichtig ist, Warnen vor weiteren Eskalationen. Deeskalation muss jetzt die Botschaft der Stunde sein. Wir müssen unbedingt einen Flächenbrand in der Region verhindern und dieser Aufruf, dieser Appell geht an alle Seiten. Herr Tovignier. Es gibt es ja aus US-Geheimdienstkreisen und auch aus israelischen Geheimdienstkreisen jetzt ganz klar, dass Israel hinter dem Angriff war. Hat Iran das Recht auf Selbstverteidigung gegen solch einen Angriff? Herr Tovignier, ich habe ja gerade gesagt, dass es unterschiedliche Meldungen gibt. Iran selbst sagt, es habe keinen Angriff von außen auf sein Staatsgebiet begeben. Also insofern sind wir da in einer etwas undurchsichtigen Informationslage. Ich erinnere auch gerne daran, dass der Iran das erste Mal, dass ich mich zurückerinnern kann, zumindest einen massiven Angriff von seinem Staatsgebiet auf Israel ausgeführt hat am vergangenen Sonnabend. Und insofern glaube ich, ist der Appell wichtig, den wir auch heute hier nochmal tätigen, den wir auch im vergangenen Wochenende getan haben, zur Deeskalation aufzurufen und alle Seiten zur Mäßigung. Herr Hebestreit, die Frage war ganz konkret, ob Iran ein Recht auf Selbstverteidigung hat.
in so einem Angriff. Auch wenn so ein Angriff vom iranischen Boden stattfindet, war das ein Sabotageakt eines ausländischen Staates. Gilt diese Selbstverteidigung nur für Israel oder hat Iran auch das Recht, sich selbst zu verteidigen? Ich glaube, Iran hat Israel angegriffen. Und Frau Jeckitz? Herr Hebestreit, sowohl bei dem Angriff auf die Botschaft in Damaskus oder auf das Nebengebäude des iranischen Konsulats in Damaskus, als auch jetzt bestätigt die USA, dass es sich um einen israelischen Angriff handelte. Vertrauen Sie denn Ihrem Partner der USA nicht in solchen Fragen? Ich wäre vorsichtig, Ihre Worte jetzt für bare Münze zu nehmen. Ich habe eine solche Attribution durch amerikanische Stellen nicht wahrgenommen. Und genauso ist es, wir haben uns da, glaube ich, relativ klar zu jeder Situation geäußert. Und ich habe Ihnen auch gesagt, dass ich nicht über Informationen verfüge, die mir es ermöglichen, dort klarer zu attribuieren, als ich das getan habe. Sitz. Und eine Nachfrage, wie will denn die Bundesregierung so einen Flächenbrand verhindern? Also Sie sagen, das muss jetzt dringend passieren. Wie setzt sie sich denn konkret dafür ein? Sie haben ja sicherlich wahrgenommen, dass unter anderem die Außenministerin vor 2 Tagen in Israel war und dort direkt mit dem israelischen Premierminister gesprochen hat. Wir sind in engen Kontakt mit unseren israelischen Freundinnen und Freunden auf der einen Seite und gleichzeitig bemühen wir uns auf allen diplomatischen Kanälen und mit allen relevanten regionalen Kräften dort, alle Seiten eben genau davon zu überzeugen, dass es nicht zu einer weiteren Eskalation kommen soll. Das sind diplomatische Gespräche, die verlaufen vertraulich, die verlaufen auch verschiedenen Mächten, die vielleicht Einfluss haben auf die Mächte, die es dort vor Ort gibt. Und das ist das, was uns möglich ist. Herr Wackett? Sie sprachen ja den iranischen Angriff auf Israel an. In dem Zusammenhang gab es ja auch schon Diskussionen, die Sanktionen gegen Iran noch zu verschärfen. Wenn man sich aber zum Beispiel das deutsche Handelsvolumen mit dem Iran anguckt, dann sieht man, dass es gerade in den letzten Monaten deutlich, deutlich gestiegen ist. Sehen Sie da Handlungsbedarf? Wir haben das ja gerade gestern und vorgestern auf Ebene der EU-Staats- und Regierungschefs miteinander diskutiert, wie wir mit weiteren Sanktionen umgehen. Wir machen das ja in der Regel so, dass wir das europaweit machen. Und da gab es einige, wenn Sie die Ratsschlussfolgerung von gestern sich genau angucken, gab es einige Positionen. Und es wird ständig überprüft werden müssen, wie wirksam es ist und ob man weitere Schritte gehen muss. Vielleicht kann ich da noch ergänzen, auch wenn ich der Kollegin aus dem BMWK nicht ergänzen will, aber weil Sie auf die Handelszahlen anspielen, will ich vielleicht noch mal einmal einordnend sein, dass der Handel mit Iran sich auf einem historisch niedrigen Niveau bewegt und ja auch weiteren sanktions- und embargorechtlichen Vorgaben unterliegt. Er ist zum Beispiel 2023 um ein Viertel gegenüber dem Vorjahr gesunken und liegt 40% unter dem Niveau des Jahres, als die bis dato stärksten Sanktionen, Wirtschaftssanktionen in Kraft waren. Und ich würde doch bitten, jetzt nicht die Zahlen von 2 Monaten so zu bewerten, sondern sowas muss man ja auch in einer Jahresstrecke sehen. Ich spiele auf Medienberichte von gestern an. Ja gut, ich habe ja die aktuellen Ereignisse angesprochen. Von daher sollte man das vielleicht schon in dem Licht sehen, diesen deutlichen Anstieg. Weitere Fragen, Herr Tofignier? Herr Wagner, Deutschland ist ein enger Alliierter Israels, ein strategischer Partner auch. Israel ist jetzt natürlich der Feind Irans. Wir befinden uns in einem Krieg. Wird die deutsche Botschaft weiterhin in Teheran aufbleiben? Also der Regierungssprecher hat ja gerade dargestellt, was im Moment das Kernanliegen unserer Bemühungen ist. Es geht darum, gerade in einer sehr gefährlichen, angespannten Lage im Nahen und Mittleren Osten auf alle Seiten einzuwirken, nicht zu eskalieren. Und es ist schon gesagt worden, die Außenministerin war diese Woche in Israel zu Gesprächen. Sie ist im Moment ja noch zur Stunde in Italien bei dem Treffen der G7 Außenministerinnen und Außenminister, wo natürlich auch diese Frage jetzt eine ganz zentrale Rolle spielt. Und natürlich ist es wichtig, dass wir jetzt alle verfügbaren Kanäle benutzen, um einzuwirken. Die Außenministerin hat ja selbst vor letzte Woche und dann auch noch mal am Wochenende mit dem iranischen Außenminister gesprochen.
Die Frage war jetzt konkret, wird die deutsche Botschaft zugemacht oder bleibt sie offen? Es gibt keine Pläne, die deutsche Botschaft in Teheran zu schließen. Herr Lange? Ja, nochmal eine Frage an Herrn Hebestreit. Mir ist schon bewusst, wie schwer es ist, für einen deutschen Regierungssprecher dazu Stellung zu nehmen. Aber wenn Sie sagen, ich glaube, Iran hat Israel angegriffen, würden Sie den Angriff der Israelis auf die Botschaft in Damaskus in diese, ich nenne es jetzt mal Ursache-Wirkung-Kette mit einbeziehen oder steht das außen vor? Danke. Ich glaube, es ist wenig sinnvoll, da jetzt gerade in einem so langjährigen Konflikt den einen Punkt zu suchen, an dem man sagt, da hat es angefangen oder das ist jetzt die Henne oder das Ei, richtig ist. Und deswegen habe ich auf die Frage von Herrn Tofik Nir so klar geantwortet, dass Iran in einer nie dagewesenen Art und Weise und einer Massivität und unter Inkaufnahme vieler Opfer, was zum Glück verhindert werden konnte, mit mehreren hundert Raketen auf israelisches Staatsgebiet geschossen hat. Und das war der Punkt auf die Frage, ob Iran ein Recht habe, sich zu verteidigen. Und da war mein Hinweis nochmal darauf, auf das vergangene Wochenende zu sehen. Herr Wackett? Ja, ist jetzt nicht direkt zu Iran, aber Nahost, also von daher wird es an dann Iran. Dann frage ich erst mal, dann bitte. Ins Auswärtige Amt auch, es geht um Berichte über das Treffen von Frau Baerbock mit Herrn Netanyahu, das demzufolge nicht sehr harmonisch verlaufen sein soll, sondern es soll erhebliche Auseinandersetzungen da gegeben haben, vor allen Dingen über die Einschätzung der Versorgungslage in Gaza. Können Sie dazu was sagen? Also ist das korrekt, dass da man sich diametral auseinander bewegt hat? Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Backet. Sie wissen ja, dass wir uns grundsätzlich nicht zu Inhalten vertraulicher Gespräche äußern. Wir haben natürlich die Berichte gesehen, wo ja offensichtlich über Inhalte dieses Gesprächs berichtet wurde. Ich kann nur sagen, es war ein intensives Gespräch und ich glaube, unsere Haltung zur Lage in Gaza und zum Nahostkonflikt und zur Zwei-Staaten-Lösung ist ja bekannt. Tofik Nir? Da waren mir zwei Fragen zu Gaza. Es gibt heute Medienberichte, wo darüber berichtet wird, dass ein Angriff auf Rafah bevorsteht. Da hätte ich bitte eine Reaktion dazu. Und zweitens, Katar hat auch gesagt, dass es eine Vermittlerrolle im Konflikt zwischen Israel und Palästina überdenken würde. Da hätte ich auch wieder eine Stellungnahme. Bevor ich zu Ihrer Frage komme, zu Herrn Bucket, wollte ich noch sagen, sozusagen nicht alle Darstellungen, die da so getroffen werden, wie Sie es in manchen Medien lesen können, sind vollends korrekt. Soweit kann ich schon noch Stellung nehmen. Und ich habe aber auch sozusagen Darstellungen in deutschen Medien gesehen, unter anderem in einem Newsletter eines Magazins, das jetzt noch nicht so lange gibt, die, glaube ich, sehr viel näher an der Wahrheit sind, ohne jetzt hier Namen zu nennen. Herr Tofik Nir, Sie müssten ihm ja Ihre Frage noch mal stellen. Es gibt heute Berichte, dass ein Angriff Israels auf Rafah bevorsteht. Katar hat auch gesagt, dass es seine Vermittlerrolle im Konflikt zwischen Israel und Palästina überdenken will. Da hätte ich auch mit einer Reaktion. Also Sie kennen ja die Haltung der Bundesregierung, was die Lage in Gaza angeht. Wir haben immer wieder deutlich gemacht, dass sich in Rafah nach wie vor eine große Anzahl von Menschen aufhält und dass ein großflächige Bodenoffensive, ein großflächiger Angriff auf Rafah eine humanitäre Katastrophe auslösen würde. Insofern gilt diese Haltung auch fort. Und Katar? Katar spielt eine sehr wichtige Rolle in den Bemühungen, die Geiseln aus der Hand der Hamas endlich frei zu bekommen. Und wir stehen mit Katar in einer engen Abstimmung. Weitere Fragen zum Thema Nahost? Herr Tucher, dann Frau Jeckitz. Herr Wagner, können Sie dann vielleicht so weit gehen, das, was in den Medien zitiert wurde über dieses Gespräch, war ja, dass beide Seiten sich im Wesentlichen sehr unterschiedlich inhaltliche Fotos über den Gazastreifen
vorgehalten haben und darüber gesprochen haben. Ist das zumindest etwas, was Sie sagen können, dass das stattgefunden hat? Also ich bleibe bei dem, was ich sage. Das war ein sehr intensives Gespräch, ein sehr intensiver Positionsaustausch. Vielleicht kann ich das an einer Stelle, weil ich ja überhaupt nicht dabei gewesen bin, aber nochmal ergänzen, weil wir das auch ab und zu hier als Thema haben. Also wenn wir sagen, wir sind enge Freunde Israels, dann zeigt sich das auch daran, dass wir sehr offen unsere Positionen intern miteinander austauschen. Und dann ist es auch immer klug, dass solche Dinge eigentlich intern bleiben, um eben die Offenheit gewährleisten zu können. Aber dass wir in dieser Frage deutlich anders auf gewisse Dinge blicken als die israelische Regierung, dürfte niemandem, der hier regelmäßig vertreten ist, verborgen geblieben sein. Dann noch Frau Jeckelt. Nochmal zurück zu Iran, Israel. Ich habe Probleme, das zu verstehen. Warum fällt es der Bundesregierung so schwer, auf der einen Seite zu sagen, Iran ist ein autokratisches Regime, das unterdrückerisch vorgeht, aber auch die iranische Attacke auf Israel zu verurteilen und gleichzeitig zu sagen, es sind israelische Attacken wahrscheinlich passiert? Warum kann man das nicht beides miteinander kombinieren? Wir waren jetzt eigentlich schon bei Gaza. Aber ich kann das einfach, da kann ich sehr sachdienlich sein. Das eine ist, dass Iran von sich aus angekündigt und gesagt hat, sie seien diejenigen gewesen, die sowohl die Raketen von iranischem Staatsgebiet aus losgeschickt haben, als auch über ihre Helfershelfer in anderen Ländern. Während das von israelischer Seite, solange ich es im Augenblick sehe, weder bestätigt worden ist, noch dass es aus dritter Quelle bestätigt worden ist. Und ich habe auch die iranische Meldung im Ohr, dass es nicht von außen einen Anschlag in Iran gegeben habe. So, das ist im Moment die Gefechtslage, wenn ich es so sagen darf. Wenn sich neue Aspekte ergeben, haben wir überhaupt gar keine Schwierigkeit, solange sie belastbar sind, dass wir uns auch dazu äußern. Wichtig bleibt an dieser Stelle der massive Appell an alle Seiten, sich zurückzuhalten, zu deeskalieren, weil ansonsten ein Flächenbrand drohen kann in der Region mit völlig unbekanntem Ausgang und Folgen für die ganze Welt. Also jetzt nochmal zu der Sache, ob Sie das überprüfen können, zumindest bei der Attacke auf die Botschaft in Damaskus, hat das Pentagon offiziell erklärt, dass es ein israelischer Angriff war. Insofern, da könnte man sich ja dieser Interpretation oder dieses Wissens einfach anschließen. Und mir erschließt sich immer noch nicht, warum das Deutschland nicht tut. Weil das würde ja nicht bedeuten, Deutschland stellt sich damit irgendwie auf die Seite des iranischen Regimes. Das stimmt. Das tun wir auch nicht. Und wir hätten auch keine Probleme in dem Moment, wo es Klarheit gibt. Und vielleicht verfügt das amerikanische Verteidigungsministerium über mehr Informationen, als wir das tun. Aber im Augenblick hilft mir ich verstehe die Intention Ihrer Frage nicht ganz und deswegen kann der da, glaube ich, wenig Hilfreiches beitragen. Naja, Sie arbeiten ja auch an anderen Fragen. Aber jetzt keine Debatte führen. Insofern können Sie sich gerne noch mal melden, dann setze ich Sie wieder auf die Liste. Frau Kollegin. Mein Name ist Step Fasen from Al Jazeera English. Kann ich die Frage stellen? Aber zu Gaza, Israel. Jetzt das ja, das stimmt. Ich möchte noch eine Frage stellen über die Auseinandersetzung zwischen die Ministerin und Netanyahu. Offiziell hat der Botschafter in Israel, der deutsche Botschafter, hat das bestritten, dass das, was publiziert ist in die israelische Medien, dass das stimmt. So sagen Sie, dass was publiziert ist in Israel, ist das falsch? Das stimmt nicht, was da gesagt ist? Also ich glaube, was ich dazu zu sagen habe, habe ich gesagt. Ich wiederhole es gerne aber nochmal. Wir berichten ja nicht aus internen vertraulichen Gesprächen. Es war ein intensiver Austausch, in dem sicher auch deutlich geworden ist, dass wir unterschiedliche Positionen haben zu bestimmten Themen. Ich würde nur davor warnen, sozusagen die Zusammenfassung, die da publiziert wird, als ein reales Abbild dessen, wie das Gespräch gelaufen ist, zu nehmen. Aber es gilt das, was wir hier gesagt haben. Das ist natürlich auch Ausdruck unserer engen Partnerschaft ist, dass man sich bei vertraulichen Gesprächen tief in die Augen schaut und eben auch Positionen und Haltungen deutlich macht. Aber Sie bestritten es nicht, dass das, was publiziert ist, dass das nicht wahr ist?
habe, glaube ich, das jetzt sehr klar eingeordnet. Mhm. Was stimmt dabei nicht? Frau Gleismann dazu? Herr Wagner, Sie haben uns ja gesagt, Sie wollen aus dem Gespräch nicht berichten, aber Sie können doch sicher, wenn Sie mal die letzten zwei Monate Revue passieren lassen, eine allgemeine Einschätzung dazu abgeben, wie groß der Einfluss Deutschlands, seiner Diplomatie in Israel ist, auch wenn Sie das vielleicht in, so ein bisschen in Zusammenhang mit dem Einfluss der USA ranken wollen. Also ich glaube, das Letzte, was ich an dieser Stelle hier machen möchte, ist, uns selbst jetzt Haltungsnoten zu verteilen. Ich kann nur noch mal darlegen, dass wir im Moment in einer wahnsinnig komplizierten Lage im Nahen und Mittleren Osten agieren, wo wir es ja damit zu tun haben, dass wir einerseits einen Konflikt in Gaza haben, ausgelöst durch den Terroranschlag der Hamas vom 7. Oktober mit über 1000 Toten in Israel, einer israelischen Militäroperation gegen die Hamas, die in einem sehr schwierigen Umfeld, das halt Gaza ist, stattfindet, wo sich intensiv Fragen des humanitären Völkerrechts stellen, des humanitären Zugangs stellen, wo viel zu viele Menschen schon gestorben sind, wo wir alles daran setzen, dass die Geiseln, die sich ja nach wie vor in den Händen der Hamas befinden, freikommen und wir auch uns intensiv dafür einsetzen, dass es mehr humanitären Zugang zu Gaza zum Beispiel gibt. Und ich würde schon sagen, dass wir da in den letzten Wochen auch ein paar Fortschritte erzielen können. Das ist natürlich bei weitem noch nicht genug, aber das habe ich ja auch am Montag hier schon oder was Mittwoch dargelegt. Die Luftwaffe hat sich beteiligt an Hilfsabwürfen über Gaza. Wir arbeiten intensiv zusammen mit den Staaten in der Region, die da Einfluss haben, mit den Vereinten Nationen sicherzustellen, dass mehr Hilfslieferungen nach Gaza reinkommen, dass mehr Grenzübergänge aufgemacht worden werden. Es gibt jetzt zusätzliche Lieferungen über einen weiteren Grenzübergang. Das ist eine gute Nachricht, aber es ist natürlich bei weitem noch nicht genug. Und deshalb sind wir ich möchte schon fast sagen, wenn ich auf die letzte Woche zurückblicke, tatsächlich Tag und Nacht dafür im Einsatz, an all diesen Dingen zu arbeiten. Und jetzt kommt eben noch seit dem letzten Wochenende hinzu eine sehr angespannte, schwierige Sicherheitslage mit Blick auf Iran und Israel, wo es jetzt auch darum geht, mit allen Partnern im Gespräch zu sein und auf alle einzuwirken, dass es nicht zu weiterer Deeskalation kommt. So, und in dieser Gesamtgemengelage möchte ich jetzt ungern Haltungsnoten verteilen, wo wir was erreicht haben, wo wir noch nicht da sind, wo wir vielleicht sein wollen, weil in der Summe es uns nicht davon abhalten wird, weiter uns einzusetzen für die Ziele, die wir da vertreten. Dann Frau Jeckels, jetzt geht es wieder um den Iran. Dann frage ich jetzt erstmal Gaza. Gibt es hier keine Fragen? Dann haben Sie noch mal eine Frage zum Iran, aber dann schließen wir das Thema mit Blick auf die Uhrzeit auch ab. Frau Jeckels. Genau, die Bundesregierung verlässt sich in der Bewertung von Ereignissen in der Welt ja oft auch auf die Geheimdienste ihrer Partner, wie zum Beispiel den USA. Warum nicht in diesem Fall? Frage an mich, ne? Ja. Ich überlege gerade, also Ihnen geht es darum, dass Sie eine Bewertung kriegen, wer verantwortlich ist für die Bombardierung eines Botschaftsgebäudes. So, da habe mir geht es darum zu fragen, warum Sie dieser Aussage des Pentagons nicht genug Vertrauen schenken, um selbst zu dem Schluss zu kommen, es war wohl eine israelische Attacke. Auch da bin ich jetzt wieder so ein bisschen am Rätseln, was Sie von mir hören wollen. Also ich kann Ihnen sagen, wir nehmen alle Informationen auch unserer befreundeten oder der befreundeten Länderdienste wahr und beurteilen sie aber nach unseren Einschätzungen. Und wenn wir da zu einer Klarheit kommen, dann können wir uns klarer äußern. Und wenn wir keine Klarheit haben, dann äußern wir uns zurückhaltender. Mhm. Aber auch da nochmal, weil das ja so ein bisschen den Verdacht nahelegt, man würde mit unterschiedlichen Maßstäben messen, werden Sie auch verfolgt haben, dass wir uns massiv an die israelische Seite gewandt haben und auch dort vor einer Eskalation der Lage immer wieder gewarnt haben. Und das tun wir jetzt im Augenblick ja auch. Mhm. Dann noch mal eine Rückfrage. Haben Sie also Grund zur Annahme,
dass es sich bei der Attacke auf das Botschaftsnebengebäude nicht um eine israelische Attacke handelt. Da habe ich überhaupt keine Gründe für, weder für das eine noch für das andere. Dann verlassen wir dieses Thema. Neues Thema, Herr Becker. Ja, vielen Dank. Eine Frage ans Bundesfinanzministerium. Der Minister hat laut nachgedacht und gesagt, dass er die Corona-Kredite strecken möchte, um gegebenenfalls mit den dann frei werdenden Geldern die Aufrüstung der Bundeswehr nach Auslaufen des Sondervermögens 2028 finanzieren bzw. aufrüsten möchte. Können Sie das nochmal erläutern, was das substanziell dahinter steckt? Das kann ich gerne tun. Der Vorschlag ist ja auch nicht ganz so neu. Er war hier auch in der Regierungspressekonferenz schon am 3.4. Thema. Grundsätzlich ist es so, dass im Zuge der Corona- und auch der Energiekrise zusätzliche Notlagenkredite durch den Bund aufgenommen wurden, die mit einem Tilgungsplan zu verbinden sind. Dieser Tilgungsplan sieht derzeit vor, dass die Kredite jeweils in Höhe von 9,2 Milliarden ab 2028 und ein weiterer Kredit in Höhe von 10,8 Milliarden Euro ab 2031 zurückzahlen zu wehren. Das ist der Stand aktueller Tilgungsplan. Der Minister hat auf die Möglichkeit hingewiesen, den Tilgungsplan anzupassen. Dies wäre möglich, wenn die Staatsverschuldungsquote unter 60% sinkt. Wie gesagt, das war hier am 3.4. aber auch schon Thema. Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann Herr Eckstein, neues Thema. Anknüpfend daran, auch Stichwort Corona. Es gibt ja seit mehreren Wochen Debatten darüber, wie eine mögliche Aufarbeitung aussehen könne der Corona-Maßnahmen. Herr Hebestreit, gibt es dazu aktuell Pläne innerhalb der Bundesregierung, in welchem Rahmen man das gegebenenfalls tun möchte? Eckstein, Sie waren da, glaube ich, nicht da. Wir hatten das vor einiger Zeit hier schon als Thema und haben gesagt, dass es durchaus sinnvoll sein kann, sich all das genau anzuschauen. Aber wir haben gesagt, das ist etwas, was aus der Mitte des Parlaments geschehen sollte und nicht von der nachfolgenden Bundesregierung angeleiert werden sollte. Und insofern nehmen wir wahr, dass es verschiedentlich den Wunsch gibt, auch sehr unterschiedliche Vorschläge, wie das geschehen ist. Und das sollte dann dort, wo es ist, in der Volksvertretung miteinander diskutiert werden. Da hat die Bundesregierung keine eigene Position, die sie im Augenblick formuliert. Das heißt, man hält sich aus dieser Debatte raus und verweist im Wesentlichen auf den Bundestag. Also Stichwort Bürgerrat und Enquete-Kommission. Genau. Ja. Absolut. Genau. Okay, danke. Dann Fragen zu anderen Themen. Frau Jeckels nochmal. An das Bundesfinanzministerium. Eine neue Studie von Oxfam hat gezeigt, dass würde Deutschland eine Vermögenssteuer für Superreiche einführen nach dem Modell der Schweiz, würde das Mehreinnahmen für den deutschen Staatshaushalt von 73 Milliarden Euro im Jahr bedeuten. Das könnte also das Haushaltsloch, was aktuell noch bei 20 Milliarden liegt, stopfen. Wie bewertet denn Herr Lindner diese Option? Auch das war hier in der Vergangenheit schon immer wieder Thema. Sie wissen, dass wir externe Studien jetzt erstmal grundsätzlich nicht kommentieren. Ich kann Ihnen allgemein aber auch noch mal wiedergeben, was wir in der Vergangenheit hierzu gesagt haben. Es ist so, dass die Position sich auch grundsätzlich nicht verändert hat. Es gibt gute rechtliche und auch ökonomische Argumente, die gegen eine Vermögensbesteuerung sprechen. Daran hat sich auch nichts geändert. Es wäre in erster Linie eine Form der Substanzbesteuerung. Und tatsächlich, auch das wird Ihnen bekannt sein, hat sich die Koalition nicht auf Steuererhöhungen verständigt in ihrem Koalitionsvertrag. Nun bleibt aber trotzdem die Frage, wie dieses Haushaltsloch gestopft werden muss. Und das wäre eine schöne Variante dafür. War das eine Frage? Oder? Okay, eine Stellungnahme. Dann, ich hatte noch Frau Klaßmann, aber das hatte sich erledigt dann. Also doch noch. Dann, Frau Klaßmann, neues Thema. Ich weiß nicht, das Verkehrsministerium, das ist vorne? Ja, ich bin hier. Ah, okay, so weit hinten, gar nicht gesehen. Genau, die Verkehrsministerkonferenz der Länder hatte ja getagt und da waren ja auch Staatssekretäre aus Ihrem Ministerium dabei. Da wurde gesagt, es sollte zum 49-Euro-Ticket eine langfristige Finanzarchitektur entwickelt werden. Da wüsste ich gerne, wie könnte die aus Ihrer Sicht aussehen
Und inwieweit erwarten Sie einen höheren Preis des Tickets im kommenden Jahr? Also zunächst freuen wir uns natürlich, dass die Verkehrsministerkonferenz auch unsere Bewertung des Deutschlandtickets teilt. Das Deutschlandticket ist ein voller Erfolg. Es hat die Tarifstrukturen vereinfacht, dem ÖPNV einen Modernisierungsschub gegeben. In kurzer Zeit haben wir 1 Million Neukunden für den ÖPNV gewonnen, die jetzt klimafreundlich mit Bus und Bahn unterwegs sind. Also wie gesagt, wir begrüßen, dass die Verkehrsministerkonferenz diese Einschätzung teilt und auch das Ticket dauerhaft möchte. Wir begrüßen auch, dass die Länder das mit den Ministerpräsidenten vereinbarte Finanzierungskonzept erneut bestätigt haben. Wir haben ja ein Finanzierungskonzept bis 2025. Der Bund und die Länder geben jedes Jahr 1,5 Milliarden Euro für das Deutschlandticket. Insofern ist jetzt eine Finanzierungsdebatte verfrüht. Es geht jetzt eigentlich darum, weiterhin Neukunden zu gewinnen. Davon wird auch ein zukünftiger Preis ab 2025 abhängen. Wie viele Neukunden jetzt gewonnen werden können, noch in den nächsten Monaten? Befürchten Sie, dass das jetzt nach dem Berliner Beispiel eine Kettenreaktion gibt, beziehungsweise meinen Sie, dass Sie die langfristig doch noch mal zum Umlenken bewegen können? Na, das Berliner Beispiel hat ja, glaube ich, auch in den Ländern für Diskussionsstoff gesorgt. Wir haben uns dazu eindeutig positioniert. Der Minister hat sich auch erneut dazu geäußert. Wir blicken jetzt nach vorne und wollen den Erfolg des Deutschlandtickets natürlich weiter unterstützen. Ich habe nichts weiter zu sagen. Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Herr Lange mit der, glaube ich, letzten Frage für heute. Ja, eine Frage ans BMVG, Herr Kollatz. Es geht um Niger. Es gibt gerade in den letzten Tagen Berichten über eine stärkere russische Militärpräsenz von 100 Soldaten ist da die Rede unter anderem. Hat das Auswirkungen auf die Lagebeurteilung vor Ort, gerade auch was die Sicherheit angeht und auch dann Blick auf den Luftwaffenstützpunkt? Ja, da kann ich sagen, dass das ja nun keine wesentliche Lageänderung ist. Russische Präsenz vermerken wir dort ja schon seit längerer Zeit, auch in den Zusammenhängen, die jetzt klar werden. Das ist weder eine grundsätzliche Lageänderung, noch ändert sich an dem Gesamtgefüge und an der Lage der deutschen Soldatinnen und Soldaten, die noch da sind in Niger, etwas. Insofern kann ich nicht erkennen, inwiefern weitere Handlungen und Änderungen von Entscheidungen erforderlich wären. Keine weiteren Fragen dazu. Und weil Wochenende ist, bin ich mal großzügig. Frau Jeckels. An das BMWK, Frau Ungrath, Ihr Kollege hat uns am Montag versprochen, der Exportbericht, also der Bericht, der Quartalsbericht zu den Rüstungsexportgenehmigungen, würde diese Woche noch kommen. Das gleiche Versprechen kam letzte Woche und vorletzte Woche. Es ist heute der 19. April. Normalerweise kommt das bis zum 2. des Monats nach Quartalsende. Wann können wir denn mit dem Bericht rechnen? Er kommt heute. Okay, wunderbar. Dann haben wir noch eine erfreuliche Nachricht auf dem Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, wünsche ein geruhsames Wochenende und schließe die Pressekonferenz.
Sir.